Moin Moin, ich bin Steffen Hake. Wir sind hier für die Grenzenlos Europäisch Bustour unterwegs. Ich bin Stefanie Hock und freue mich auch, dass ich mit Steffen einmal gemeinsam von Nord nach Süddeutschland entlang der ostdeutschen Grenze im Prinzip fahren darf. Denken viel nach über Europa. Was ist das für ein Europa, in dem wir leben? Wie wollen wir in der Zukunft zusammenleben? Und wir machen einfach darauf aufmerksam, wie wichtig die EU ist, warum auch ihr und warum jeder hier zur Europamacherin, zum Europamacher werden muss. Das ist, was wir machen, mit Menschen sprechen, Menschen motivieren, zur Wahl zu gehen. Man muss Europa machen, das ist unser Motto. Und dementsprechend haben wir zwei uns bereit erklärt, die zwei zu sein, die wirklich von Nord nach Süd ständig in den Bus sitzen und gleichzeitig dann an 15 verschiedenen Orten halten und dort Aktionsstände machen. Wir haben Podiumsdiskussionen gehabt. Wir haben pro Tag mit über 30 Leuten pro Person gesprochen. Es waren wirklich unglaublich viele Gespräche. Besonders schön fanden wir bisher, dass doch sehr viele Leute an unseren Stand kommen, die Interesse an Europa haben, die auch mit uns darüber sprechen wollen, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden an Europa und gleichzeitig ein Gefühl entwickelt haben, dann doch einige, dass Europa ihnen Zusammenhalt bietet. Einfach dieser Austausch über Europa hat manchen vielleicht auch gefehlt auf dieser überparteilichen Ebene. Man merkt, es ist wirklich viel Interesse da. Ja. Und wirklich auch oft dann gut, wenn man einfach mit Leuten spricht und dann bringt das was. Ich hoffe, dass wir möglichst viele Leute erreichen konnten und die vielleicht sich für ein gerechteres und auch besseres Europa einsetzen.